So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Alter, sind hier viele Vögel. The Witcher 3. Im letzten Part sind wir einfach so ein bisschen durch die Gegend getrottet, haben Wrackküste. Haben, ja, nach ein paar Orte, ein paar Fragezeichen angeschaut. War auch ganz nice Zeug dabei. Vor allem herausgerissene Seiten von Gruftweibern und so Zeug. Und das war ein super Sprung, Geralt. Und machen jetzt auch damit weiter, indem wir hier... Ach du Scheiße, sind das viele. Indem wir hier Piraten töten, oder was sind das? Piraten. Oh! Alter, versteckter Schatz. Da. Oh, oh. Alter! Fickt euch! Lasst mich jetzt erstmal kurz hier den da wegklappen. Nicht verlangsamen, Mann. Igni. So, erstmal, wie immer, die... Er hat seinen eigenen Kumpel erschossen. Warte, erschieß mal alle hier. Komm, schieß mal deine Kumpels ab. Ja, komm. Komm, knall deine Kumpels ab. Oh, nicht mehr. Alter, kann er gut zielen. Okay. Und. Massen-Igni. Och, ist es nice, ey, Igni. Oh. So, auf den rennen wir jetzt zu. Yeah, er muss nachladen. Wir rennen um ihn. Er wird niemals damit klarkommen. Er hat sich nicht mal umgedreht. Ey, und da kommt nochmal die Nachhut. Au. Ich renn straight in ihn rein. Das ist meine neue Taktik. Die Gegner verunsichern. So, ach, seid ihr süß, Mensch. Und alle erledigt. Das war doch nice. So, arg viel an Waffen können wir gar nicht mehr mitnehmen. Ja, genau, wir sind jetzt schon voll beladen. Also nehmen wir nur die Schinkenbrötchen mit. Ah, nee, ich brauche mir das Zeug von denen gar nicht angucken. Nur das hier. Nochmal eine Seite, Piratennotizen. Das war voll die Notiz. Gestern haben wir eine Silberschale und eine Rubinenbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zulekas Schatz ist also wirklich irgendwo da unten. Vielleicht können wir im Laderaum eins der Schiffswracks... Vielleicht im Laderaum. Zu viel Seegang, wir müssen warten. Noch mehr Schätze, ey. Gut. Auf zum nächsten Fragezeichen. Es tut mir leid, ihr Leichen. Ich muss euch alle da liegen lassen. Ich komme aber irgendwann wieder. So. Deserteur. Hey, ich wollte reden. Chill doch, Mann. Ich wollte reden und fragen, was ihr hier macht. Und wollt euer Freund sein und ihr Wichser stecht mir in den Rücken. Fickt euch. Lederbänder. Hat noch Hemd. Shit, Hemd war zu schwer. Hemd, du bist zu schwer. Wir brauchen mehr Gepäck. So. Schmeißen wir mal die schlechten Waffen weg. Wählt rostiges Schwert. Ja, wahrscheinlich brauchen wir das. Okay. Auch das wäre erledigt. Noch mehr Tote. Aber wie viele Geralt schon umgebracht hat, ne? Speicher doch. So. Ne, noch mehr Gegner. Hey, hier sind alle nur Renegat. Was ist ein Renegat, bitteschön? Aua. Moment, wer war hier der scheiß Bogen? Du. Komm, fang Feuer. Oh. Der Anführer, fetter Hund. Ah, ich bin in die falsche Richtung ausgewichen. Ah. Erst den mit dem Schild oder erst den an... Das sind beide scheiße. Aber den Schild kann man mit mächtigen Angriffen weghauen. So, vergiss es und verreck. Ha! Nice. Oh Mann, der Oberkörper ist schon wieder... Ach, geht es mir auf den Sack. Käfigschlüssel. Wo ist denn jemand eingesperrt? Warte, sag nichts. Ich will erst... Na, komm, aufnehmen. Kavalierstiefel, leere Flasche und so Zeug. Schinkenbrötchen mal wieder. Quenglyphen. Ja, Hühnerbrötchen. Gut. Danke, hi. Meister. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Das ist aber nett von dir. Komm, wir sperren uns zusammen ein.
Leere Flasche Fistech. Ah, die haben ja mal wieder Drogen genommen. Schade, die Schwerter kann ich leider gerade nicht so gebrauchen. Fünfte Essenz. Nicht so gebrauchen. Ja, schon wieder alles erkundet, ne? Ach, herrlich. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen kurz ins Dorf, um die scheiß Schwerter und so Zeug verkaufen. Danach suchen wir die verbleibenden Spuren. Nee, Moment. Falsche Taste. Danach suchen wir. Suchen wir. Wo ist es denn? Schatz suchen, genau. Die Greifenschulausrüstung. Was zum Level ja hinhaut. So, Schnellreisepunkt. Ja, wo ist er denn? Hier beim Galgen? Wie man die bewegt. Ach. Einfach geil, wenn man an die ranspringt. So. Haben die im Schwarzzweig noch Sachen zum Handeln? Bestimmt. So, Mann des Barons. Moin. Oh. Hey, Moment, nicht schließen. Ich will handeln. Grüß dich. Meinen Gruppen? Schwer zu sagen. Oh, ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Das ist ein gefährlicher Ort. Nicht der beste Ort für einen fahrenden Händler. Profit so ein und Dorf Risiko ist echt nicht der zusammen. Beste Ort. Der Krieg bringt manches Elend, das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Und wo es Leben gibt, gibt es Handel. Du riskierst für ein paar Münzen dein Leben? Geld, mein Freund, ist unwichtig. So sehr ich es versuche, ich kann nicht stillsitzen. Also ziehe ich durch die Welt. Ich sehe neue Orte, spreche mit Unbekannten. Das gefällt mir. Und das ist das Risiko wert. Okay, wie du meinst. Was hast du denn? Ich sehe mich mal um. Du willst auf jeden Fall unsere Kackwaffen und bist wahrscheinlich gleich danach pleite. Du willst auch nicht unsere Bücher, oder? Keiner will unsere Bücher. So eine Scheiße. Du willst aber plötzliches Zeug. Ja, dann nimm halt plötzliches Zeug. Scheuklappen. Ja, ansonsten fehlen ja nur noch hier Rüstungen und so. Also hier, bedien dich. Gönn dir. Mach's gut, tolles Schwert. Er hat nicht genügend... Alter, wie viel ist es denn wert? 100... Ach, du Scheiße. Ist das nice? Jetzt hat er kein Geld mehr. Das kann man eigentlich auch loswerden. Oder ich will nicht mit dem Beil kämpfen. Level 10. Ah, ich weiß nicht. Leb wohl. Wir Tschüss. Sehen uns. Hat's hier nicht irgendwo ein Lager oder so? Wo gab's denn eine Lagertruhe? Gibt's hier irgendwo eine? Ja, anscheinend nicht. Gut, schleppen wir unseren Scheiß noch mehr mit uns rum. Hey, hier sollte doch eigentlich auch ein Händler stehen. Was soll das? Hier, ihr schlaft in der Nacht. Geht gar nicht. Wo ist er denn? Pennt wahrscheinlich in der Hütte. Klopf, klopf. Ich will Zeug verkaufen. Hallo? Ne, hier ist niemand. Klopf, klopf. Gut, dann meditieren wir kurz. Hundi? Hundi. Bis Tag. So. Oh, reges Treiben wir. Oh, scheiße, haben wir lange meditiert. Wir sind so. Einfache Leute. Jetzt, ich will mit Ma- ich will mit dem da reden. Ist es wichtig, woher das Essen stammt? Er will nicht reden, solange leck mich fett. Wieso haben wir denn so viel Gewicht? Sind es die Schwerter? Die wiegen 5. Die Trophäe wiegt 1. 2. Warum haben wir so viel Gewicht? Die wiegen jetzt nicht so viel. Na gut, schon ein bisschen. Die Bomben wiegen nichts, die Tränke wiegen nichts, die Öle wiegen auch nichts. Verzehrbaren Sachen wiegen nichts. Sonstiges wiegt Zeug. Shit, vor allem das Wolf. 912 Gold ist der Scheiß wert.
Wow. Alchemie wiegt aber auch nichts, zum Glück. Gut, dann würde ich sagen, wir zerlegen mal ein paar Zutaten. Und wir schmeißen, glaube ich, die Teile hier weg. Ja, das brauchen wir echt nicht mehr. Ist eh nicht so viel wert. Oder? 10 Gold. Das ist halt viel wert, ne? Schmeißen wir die Bücher für 10 Gold und weniger weg. 10 Gold. 10 Gold. 10 Gold. Ja, missten wir ein bisschen aus. Auch 10 Gold. 90 Gold. Davon haben wir 3. Ihr seid scheiße. Auch wieder 10 Gold. 77 Gold. 68 Gold. Die Notizen sind wahrscheinlich alle nichts wert. Nee. Was ist das? Zornig hingekritzelte Zeilen. 1 Gold. 1 Gold. Okay. Kaiser M hier waren aber. Ich glaube, die Karten sollten wir auch nicht wegschmeißen. 40 Gold. Obwohl, wir haben sie ja schon gelesen. Es geht ja echt nur um jetzt 0 Gold sogar. Dass das Inventar nicht so zugemüllt wird, auch wenn die Teile nichts wiegen. Erste Karte. Wir lassen mal die Adalbert-Teile. Brief an Yennefer. Wer braucht schon Brief an Yennefer? 24, 2. 24, 1, 1. So, ist schon aufgeräumter. Nicht meine Schuld, dass er unter. Ich will trotzdem nochmal zu einem Schmied, weil ich will ein paar Sachen zerlegen. Ich glaube, das wird auch mal Zeit, dass wir das machen. Also. Und wo hat es am besten einen Schmied? Lindenthal. Vielleicht. Ne, wir haben eigentlich schon überall die Schmiede eliminieren lassen. Meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Oder? Ah, er ist wieder da! Er ist doch nicht gestorben! Waffenschmied. Waffen aller. Mein bester Freund. Kannst du was anfertigen? Ich möchte das. Eigentlich sollst du reparieren? Wer jetzt. Komm, 51 Gold fürs Reparieren. Verwendete Ausrüstung. Würde 250 kosten. Das ist nichts. Okay, ja, okay. Zerlegen will ich. Aber wir können auch Schwerter zerlegen. Ich will aber keine Schwerter zerlegen. Ein Schlüssel mit temerischer Linie. Gibt uns Eisenerz, kostet 1 Gold. Ja. Silberbarren. Kostet 50 Gold, 20 Gold. Warum ist jetzt alles so wertvoll? Blumen. Gibt uns Fasern, ja, 8 Gold. So, das gibt ihm nämlich auch mehr Gold. Können wir zerlegen. Plunder, Becher, 11 Gold. Gibt Holz, Fläschchen. Pff, ein Scheiß. Felle. Was soll ich denn jetzt alles zerlegen? Wird zu Asche. Asche will ich nicht. Sind Fasern wichtig? Ich weiß nicht, was wichtig ist für Handwerk und was nicht. Was für Lederstücke? 32 Gold. Oh Gott. Ein Ruder brauchen wir auf jeden Fall nicht. Gehärtetes Holz klingt gut. Pechdraht klingt auch gut. Schädel brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Machen wir Asche draus. Yeah, Mann. Muschel. Schwarze Perlen. Oh ja. Schwarzer Perlenstaub. Nee, noch nicht. Servierblatt. Die sind aus Holz gemacht? Okay. Puppen, Schnur und Zwirn. Ja. Fläschchen und. Ja. Schöpfkelle zu Holz. Pferdehaut ist wertvoll. Felle sind allgemein voll wertvoll. Wachs und Schnur. Das kam weg. Eisenerz und Kelch, ja. Und so ein Heft ist auch nicht viel wert. Das Beil kann auch weg. Gibt uns sogar einen Stahlbahn. Was? 7 Stahlbahnen für ein. Tabakspfeife kann auch weg. Was seid ihr? Insignien. Lederbänder und Zwirn. Ja, warum nicht? Leder und Fellstück. Die Angel ist scheiße. Weg mit den Angeln. Kandelaber. Oh, gibt uns auch nochmal Eisenbarren. Rostiges Brotmesser.
Dimitrium-Bar. Oh, scheiße. Sind die viel wert, Mann? Haben wir noch Leinen? Oh, was brauchen wir denn, was nicht? Draht ist, glaub, unwichtig. Stahldraht gibt uns Stahlbarren. Ist, glaub, auch viel nicer. Seile. Lederstücke. Warte, waren Lederstücke nicht geil? Ich weiß es nicht. Monsterhirn. Ich weiß nicht, was gut ist und was nicht. Ich will einfach nur ein bisschen mehr Platz im Inventar. Verwesendes Fleisch, das brauchen wir nicht. Wird eh nur zur Asche. Zerbrochene Haken. Gibt uns auch mal ein nices Holz. Nochmal ein Fläschchen. Glas. Silber und Seide, oh ja. Leinen, Goldklumpen. Das wär's natürlich. Was zerlegen wir? Amethyst. Oh, was? 524. Ach du Scheiße. Gegerbtes Drakonienleder. Nägel. Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. So, leb wohl. Bis dann. So, jetzt haben wir schon mal viel schmal. Oh, guckt euch das an, wie wenig da nur noch drin ist. Aber vom Gewicht her haben wir immer noch ganz viel. Aber Handwerk. Handwerk und Sonstiges. Also mit Sonstiges können wir auf keinen Fall was anstellen. Fistech, reines Silber. Altes Ziegenfell. Ja, die ganzen Felle, die sind halt unwichtig. Glas. Kann man das nicht bei dir noch irgendwie... Kann man das bei dir nicht irgendwie noch ein bisschen besser zerlegen? Dass es die Teile wirklich ordnet. Oder ordnet sie nach dem Hintergrund? Ich weiß nicht, wie ordnet es denn? Also das Silber ist anscheinend voll scheiße, aber es gibt Silberbarren, also mach mal zack. So, Ziegenfell gibt uns Lederstücke, aber es ist mega viel wert, 24. Von dem können wir uns trennen. 32 ist auch wieder viel. Eichhörnchenschwanz ist nicht so viel. Nochmal Lederstücke. Okay, Hasenfell ist auch okay. 48 ist viel. 130 ist viel. 140 ist noch mehr. Okay, jetzt soll es passen. Leb wohl. So. Ich weiß, der Part wird jetzt ein bisschen länger, aber wir machen gerade nicht so viel. Deswegen denke ich, ist es okay. Dann gehen wir nämlich noch ganz kurz zum Händler und verkaufen noch das Zeug. Warum lade ich zum Händler? Ich bin so dämlich. Obwohl, nein, der Händler nimmt ja auch sonstige Sachen an. Das nimmt der Schmied nicht. Also doch, einmal kurz zum Händler. Was? Hä? Was hast du an? Du wissen. Oh, du hast Tristiana und Isador. Keine Ahnung. Zusatzinformationen und 5 Karten. So, und Manuskript. Ach komm, kaufen wir es mal. Also, du willst unsere ganzen Fälle, habe ich gehört. Ja, jetzt bringst du nicht mehr so viel Gold ein, ich weiß. Trotzdem. Lohnt sich immer noch. Glas. Ja. Noch mehr Felle. Fell. 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 Asche. Fell. Und wir verkaufen ihm natürlich... Ach, er hat nicht genug Geld. Ich wollte dir eigentlich noch mein Fistech verkaufen. Ja gut, dann hat sich's erledigt. Tschüss. Leben. Dann noch ganz schnell zum Schmiedi. Meister Hexer. Jetzt ist da plötzlich nochmal ein Laden aufgekriegt. Der war gerade nicht auf der Karte. Warum so eilig? Sei gegrüßt. Ja, komm. Zeig mir deine Ware. Ich würde mir Ich will das jetzt schon auch schnell zu Ende machen. Nimm mein Festtech. Und noch meine Dings. So, leb wohl. Leb wohl. Tschüss. Werde ich nie wiedersehen. Und jetzt noch die hässlichen Schwerter verkaufen und dann passt das. Dann sind wir richtig schön aufgeräumt. Waffenschmied. Verlässliche Waffen. Ja, ja, komm. Zeig mir deine Waren. Zeig mir. Mach's gut.
tschüss, tschüss. Und ich brauche nicht, ich glaube nicht, dass ich das Beil brauche. Ich mag Schwerter. So, und Bolzen. Ach, kann man nicht verkaufen. Nee. Oh, guck mal unser Gewicht an. Mensch, das ist doch schön. Gut, dann würde ich sagen, das war's endlich für den Part. Außer wir können noch kurz was wegschmeißen. Durchweichte Nachricht. Nö. Ansonsten passt eigentlich alles. Elfische Wissende. Oder auch nicht. So, ist jetzt alles geordnet. Ja. So, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.